Hallo und herzlich willkommen zurück zu Payback. John Cena gegen den United States Champion Ric Flair. 15-facher World Heavyweight Champion gegen 16-fachen World Heavyweight Champion. Das ist mal ein Match. Aber bevor ich jetzt zu dem Match komme, ja, die letzten Tage kam kein Video. Ich war sehr demotiviert, weil momentan, keine Ahnung, läuft alles nicht so super. Und die Zuschauerzahlen waren auch im Keller. Genau wie die Sympathiekurve von Age of the Fall und genauso wie der HSV. Also die kann man alle drei da unten im Keller antreffen. Ich hoffe, es geht wieder hoch. Keine Ahnung, der Stream am Wochenende war richtig für die Katze. Der war nix, der war ganz, ganz schlecht. GTA-Server haben nicht funktioniert, nix wollte klappen. Irgendwie keine Zuschauer waren da. Ja, so kann es passieren. Aber wir machen jetzt weiter mit Payback. Muss ja weitergehen. Ric Flair gegen John Cena. John Cena hat das Match bekommen. Erst sollte er das Match ja sowieso kriegen. Dann wurde er nochmal in ein Match gegen Darren Young gepackt. Das hat er auf jeden Fall mal richtig beeindruckend gewonnen. Cena ist ja auch noch im SmackDown-Turnier. Das muss man ja mal sagen. Mal dran erinnern. Payback ist jetzt der Pay-Per-View. Und danach bei SmackDown geht es natürlich weiter mit dem Turnier. Das habe ich ja schon gesagt. Und da kommt er, der Nature Boy Ric Flair. Der US Champion. Ja, Mitglied von Age of the Fall, beziehungsweise Anführer von Age of the Fall, Ric the Nature Boy Flair. Kommt zum Ring, Publikum, ja, es gibt einige Flair-Fans immer noch, trotz Age of the Fall, es gibt sie immer noch. Und heute Abend das Duell gegen John Cena. Zwei der vielleicht größten WWE-Superstars aller Zeiten, Cena gegen Flair. Guckt den euch an. Woo! Ja. Ric Flair, einer der wenigen Heels, der immer noch Fans hat. Aber so muss es sein. Und da kommt der Gegner, John Cena. Cena Sucks in die Kommentare. Hashtag Cena Sucks. Aber man kann eigentlich nur hoffen, dass Cena heute gewinnt. Weil so könnte Age of the Fall mal einen Titel verlieren. Wäre sehr, sehr wichtig, würde ich mal sagen. Never give ab. John Cena kommt zum Ring. Ganz normales Match mit Regeln, mit Pins und Submission. Beides natürlich mit Count-Out, Disqualifikation und natürlich ganz normale Regeln. Ja, Cena bekommt ja immer so eine gemischte Reaktion zwischen Boo und Cheer. Never give up. Da oben steht's. John Cena. Rise above the hate. Bin ja mal gespannt, wer das Match gewinnt, ob es Super Cena wird, der ja in den letzten Wochen beeindruckende Leistungen gezeigt hat, oder ob es Ric Flair wird. Aber ist ja schon mal eine Leistung, dass Ric Flair ohne Luke Basel, ohne Batista zum Ring kommt. Das zeigt ja, er will sich alleine John Cena stellen. Und das könnte vielleicht der entscheidende Vorteil für Cena sein. Ich sag mal, Cena gewinnt, das ist irgendwie mein Favorit in diesem Match. Ich glaube, Cena holt sich heute Abend die Kirsche und hierum geht's. Das ist das Baby, United States Championship. Ein wunderschöner Gürtel, wenn ihr mich fragt. Ich liebe diesen Gürtel. Das sind die beiden Kontrahenten und dann geht's jetzt gleich zur Sache. Matcherlebnis auf episch. Noch steht Ric Flair auf dem Titel. Mal gucken, wie es heute Abend enden wird. Ob der Titel heute Abend auch noch auf dem Titel stehen bleibt oder ob da bald John Cena steht. We say you say oh. Ne, Usos waren bei dem Pay-Per-View nicht dabei, brauchen wir auch nicht. Morgen geht's dann wahrscheinlich weiter mit Bray Wyatt gegen den Undertaker, wenn ich es mit der Aufnahme schaffe. Momentan bezweifle ich es noch. Das Video heute müsste Montag kommen. Vielleicht mache ich es alle zwei Tage. Das wäre eigentlich sogar besser. Dann wäre Mittwoch Undertaker gegen Bray Wyatt. Freitag Luke Buss gegen Jack Steele gegen Adrian Neville. Und am Sonntag Roman Reigns gegen Batista, so werde ich es auch machen. Ich mache es mit dem Tagesabstand. Vielleicht kommen dann die Viewzahlen wieder da, wo sie waren, wieder dahin. Also 100 plus und die Kommentare vor allem wieder, weil momentan irgendwie alles sehr, sehr, sehr im Keller. So tief ist nicht mal der HSV abgekackt wie unsere Viewzahlen momentan oder meine Viewzahlen und meine Kommentarzahlen.
Ah, schöner Back-Suplex, Swinging Back-Suplex von John Cena. Und haben wir mal vorgenommen, in dem Match hier mal wieder richtig aufs Match einzugehen und nicht wieder 10 Minuten über was anderes zu reden. Ja, Überwurf von Cena. Bin mal gespannt. Wie gesagt, Submission in diesem Match aktiviert, weil wir ja auf der einen Seite den Figure 4 Leglock haben und auf der anderen Seite den STF. Oder STFU, je nachdem, wie ihr lustig seid. Und es ist natürlich die Frage, wer gewinnt hier? Die Erfahrung von Flair, jahrhundertelang könnte man sagen, das ist schon ein Dinosaurier des Wrestlings. Oder doch ein Cena, der ja auch schon lange genug dabei ist. 15 Jahre, glaube ich. Ja, nicht ganz. 10. Moment, wann hatte Cena sein SmackDown-Debüt? Ich glaube 2004 oder 5. Oder noch früher? Nee. Ja, auf jeden Fall mindestens 10 Jahre ist er dabei. Und Flair, der wird halt auch langsam alt. Das sieht man ihm ja auch an. Aber er hat es halt zum Beispiel geschafft, United States Champion zu werden. Und WWE Tag Team Champion. Das muss man ja auch nochmal sagen. Flair hatte den Gürtel nämlich eben gar nicht dabei. Fällt mir gerade auf. Ja, heute könnte er einen Titel verlieren und trotzdem mit einem Titel quasi immer noch nach Hause gehen. Mit seinem WWE Tag Team Champion Gürtel. Ja, Cena jetzt mit dem Elbow auf dem Ringrand. Der Referee zählt ihn an. Ich habe es ja gesagt, ganz normales Match mit Regeln. Bei Disqualifikation hat zwar Cena gewonnen zum Beispiel. Je nachdem, wenn die Disqualifikation für ihn entschieden wird. Aber der Titel wechselt nicht bei Disqualifikation. Das kennt er ja schon. Hustle, Loyalty and Respect. Ja, Publikum auf beiden Seiten. Verteilt, sage ich mal. Ich sag mal 50-50. Ich bin, wie gesagt, eher für Cena in dem Match. Achso, und jetzt erzählt gerade Jerry the King Law, wie er damals gegen Ric Flair angetreten ist. Ja, da seht ihr, wie alt Ric Flair ist. Echt ein Dinosaurier, der Junge, der Mann. Und das zeigt ja schon einiges, aber er hält halt immer noch mit den neuen Superstars, mit der jungen Garde, hält er immer noch gut mit. Und das Cover 1, noch nicht das Ende. War auch noch zu früh gewesen, so lange ist das Match noch nicht. Wir sind ja schließlich auf Episch, das kann ja nicht nach 7 Minuten schon zu Ende gehen. Ja, Flair, Oldschool, Überwurf, gut gemacht vom Nature Boy. Ja, Chokehold, der Referee sagt aber nichts, sah eher nach einem Würgegriff gerade aus, also weiß ich nicht, ob der Referee da nicht was sagen muss, aber macht er nicht. Ist ja auch egal, Match geht weiter. Cena wird sich nicht beschweren können. Und jetzt wieder diese Aktion von Flair, die kennen wir. Die zeigt er immer kurz vor seinem Figure 4. Cover 1, 2, aber Cena kommt da raus, kämpft sich aus dem Cover raus. Jetzt muss er wirklich aufpassen, weil Flair, wir kennen ihn, Figure 4 Leglock, wenn der sitzt, dann ist Feierabend. Wir erinnern uns da nur mal so an die letzten Matches von Ric Flair. Ihr wisst es selber, gegen Curtis Axel zum Beispiel. Da musste auch der Gegner nach dem Figure 4 Leglock, also im Figure 4 Leglock, aufgeben. Ist ja auch eine verdammt harte Aktion und Attitude Adjustment. Eine verdammt harte Aktion ist auch ein Attitude Adjustment auf den Hallenboden. Ja, das war mal ein Konter von Cena. Das hat das ganze Match jetzt umgeschaukelt. Vielleicht zugunsten von Cena. Ein Attitude Adjustment auf den Hallenboden. Out of nowhere, könnte man sagen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss Flair beißen. Jetzt bin ich wirklich gespannt, weil dieser AA, der hat gesessen auf den Hallenboden. Eieiei. Aber Flair gerade mit dem Body Slam. Und jetzt setzt er an zu seinem Finishing Move zum Figure 4 Leglock. Kann er ihn einrasten? Das ist jetzt die Frage. Sieht gut aus für Flair und das ist der Figure 4 Leglock. Muss John Cena aufgeben. Cena, der sonst nie aufgibt. Ich sag nur, never give up. Das wäre jetzt natürlich der Hammer, wenn Cena hier tappt. Das wäre der Wahnsinn. Oh Mann, guckt es euch an. Die Aktion ist hier perfekt mitten im Ring ausgeführt. Und der tappt. Und Cena tappt. Never give up, Cena tappt. Das ist ja der Wahnsinn. Ric Flair besiegt John Cena. Oh Mann, ey, damit hätte ich nicht gerechnet. Wahrscheinlich wollte sich Cena da vor einer schwereren Verletzung am Bein noch retten. Aber nach dem AA, außerhalb des Rings, so eine Aktion von Flair, wow. Ric Flair bleibt United States Champion. Das ist jetzt überraschend, nach 9 Minuten. Und er hat anscheinend wirklich es geschafft, einen John Cena abklopfen zu lassen. Wow. Ja, Age of the Fall behält also den nächsten Titel. Es ist der Wahnsinn. Vor allem, wenn man dann denkt, dass Luke Bass ja noch sein Titelmatch hat, also theoretisch verteidigt. Und dann ja noch Batista folgt. Also, der Wahnsinn. Leider nur 10 Minuten lang das Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht gehen die Viewzahlen wieder hoch.
Ich würde mich sehr darüber freuen. Schreibt einen Kommentar, da freue ich mich am meisten drüber, über viele, viele Kommentare. Ist ja auch in den letzten Wochen eigentlich immer der Fall gewesen. Ihr habt durchgehend das Video gerockt, aber momentan, letzte Woche war es nicht so gut, aber vielleicht liegt es an irgendwas. Schreibt es mir rein, wenn ihr vielleicht eine Begründung habt, woran es liegt. Ich weiß es nicht, ich hoffe, es lag nicht am Video, aber daran kann es ja eigentlich nicht liegen, weil man muss das Video ja erst sehen, bevor man es beurteilen kann. Genug gequatscht, wir sehen uns am Mittwoch, ihr habt's gehört, jetzt wieder alle zwei Tage Pay-Per-View, dafür habe ich mich entschieden. LCW geht wieder ab und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hell yeah!